mit Laura. Ich bin das große Wassermonster und werde dich jetzt fressen. Hey, ich will jetzt auch schwimmen. Du passt hier nicht mit rein. Pass ich doch. Außerdem hast du versprochen, dass ich auch mal darf. Darfst du ja auch, bloß nicht jetzt. Gerade jetzt. Jetzt ist mir nämlich ganz heiß. Ihr doofen Wassermonster. Laura, Tommy, seid doch nicht so laut. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Was kann er nicht? Du sollst nicht so rumschreien. Aber ich schreie ja gar nicht. Tust du doch. Laura, du... Da! Hast du das auch gehört, Laura? Ich höre nur Tommy. Da! Da ist es wieder. Es piepst was. Ja, bei dir piept was. Tommy, sei doch mal still. Aber da piept ja wirklich was. Siehst du? Aber was? Und wo? Da ist es wieder. Ein Vogelbaby. Aber wo ist sein Nest? Und wo ist deine Mama? Ach, du armes Vögelchen. Bist ganz allein. Du hast bestimmt Hunger. Hab keine Angst. Ich pass jetzt auf dich auf. Wir brauchen einen Schuhkarton. Bitte, Papa, holst du mir einen? Einen Schuhkarton? Zum Schwimmen? Papa, zum drin schlafen natürlich. Aber Kinder, ihr sollt doch keine fremden Tiere anfassen. Die können Krankheiten übertragen. Das ist kein fremdes Tier, das ist Piepsi. Und er braucht ein Bett. Er wohnt jetzt bei uns. Bei uns wirst du es gut haben, Piepsi. Und wenn du immer schön isst, bist du bald ganz groß und stark. Ein Vogel ist kein Kuscheltier, Laura. Er kann krank werden, sogar schon krank sein. Er wird nicht krank. Er hat ja jetzt uns. Endlich haben wir auch ein echtes Haustier. Na, Laura, Zeit zum Schlafen gehen. Morgen kommt doch die Omama. Die wird staunen. Ja, ich freue mich schon. Wir sehen sie wirklich viel zu selten. Aber in ihrem Alter... Irgendwie ist das komisch. Du bist ein Papa, du hast selber einen Papa und sogar noch eine Oma. Da hast du schon recht, Laura. Dass Papas eine Oma haben, ist wirklich selten. Vor allem aber habe ich euch. Und nun habe ich auch noch einen Vogel. Was machst du denn hier? Für Piepsi. Oh, da bist du ja, Stern. Schau mal, wen ich hier habe. Wir haben ihn heute gefunden. Jetzt bleibt er für immer bei uns. Ist er nicht süß? Bleib doch noch ein bisschen. Ich kann immer so schön einschlafen, wenn du da bist. Gute Nacht, lieber Stern. Piepsi! Er wacht gar nicht mehr auf. Piepsi ist tot. Er ist tot. Ja, Kinder. Leider. Nimm dir doch noch ein Stück, Tommy. Es ist doch dein Lieblingskuchen. Hab keinen Hunger. Und du, Laura? Aber was soll denn die Oma mal von euch denken? Ihr seid doch keine Suppenkasper. Ich weiß, was wir machen. Wir begraben jetzt euren Piepsi. Was? Aber Oma, wir wollen doch Kaffee. Von wegen. Wie können die Kinder was essen, wenn ihnen der Kummer auf den Magen drückt? Ich glaube, die Oma hat recht. Wir gehen in den Hof. Hier. Hier ist es schön. Findest du das wirklich gut, Oma? Hast du deine Tiere vergessen? Den Hamster? Oder Erwin, deinen Kater? 18 Jahre ist er geworden. Doch dann ist er gestorben.
Du hast deine Tiere begraben und Laura und Tommy müssen es auch tun. Gib ihnen Gelegenheit, sich zu verabschieden. Sie sind doch noch so klein. Sie verstehen mehr, als du denkst. Piepsi hat bestimmt bald Hunger. Tschüss, Piepsi. Ich gehe Fußball spielen. Ist es schlimm, wenn man tot ist? Alles hat einen Anfang und ein Ende. Stell dir eine Blume vor, wie schön sie ist. Geboren wird sie aus einem Samenkorn. Dann wächst sie heran und dann bildet sie selber Samen für neue Blumen. Nun hat sie ihre Aufgabe erfüllt und sie stirbt. Und auch bei den Tieren und Menschen ist es nicht anders. Sie werden geboren, erwachsen und dann haben sie Kinder. Und wenn sie alt und müde sind, dann sterben sie. Aber unser Piepsi war doch noch ein Kind. Er war wohl sehr krank, Laura, und zu schwach zum Leben. Wir haben Eltern, die haben Eltern und sogar noch eine so kluge Oma. Kann ich ein Eis haben? Jetzt gehen wir alle rüber zur Eisdiele, wo wir doch schon keinen Kuchen hatten. Drei schaffe ich noch, mindestens. Nichts passiert. Der geht nicht so schnell kaputt. Da könnte ich glatt 100 Jahre werden. Du bist aber jetzt schon sehr alt, was, Oma? Na, Tommy, willst du noch ein Eis? Jetzt bin ich auch alt. Und dann bin ich bald ganz tot. Würdest du bitte den Stock hinstellen, Tommy? Und sei bitte still. Wisst ihr, Kinder, wirklich tot ist man erst, wenn niemand mehr an einen denkt. Dass du da bist, Stern. Schaust du nach der Oma? Aber Laura, du musst doch schon längst schlafen. Darf ich in dein Bett kommen? Komm her, mein Schatz. Soll ich dir mein Geheimnis verraten, Oma? Du darfst mir alles verraten. Ich habe einen Stern, ganz für mich alleine. Und niemand weiß davon. Er hilft mir immer und er ist mein bester Freund. Das ist ein sehr schönes Geheimnis, Laura. Etwas ganz Besonderes. Und sieh nur, die vielen, vielen Sterne. Ich glaube, ich hatte als Kind auch einen Stern. Aber ich habe ihn mit der Zeit vergessen und dadurch verloren. Ich behalte meinen Stern für immer. Kannst du ihn sehen, Oma? Ich denke, all die Sterne da oben gehören einem ganz bestimmten Menschen. Und wenn sein Herz es will, kann er seinen Stern auch sehen. Ich sag meinem Stern, dass er auch für dich scheinen soll. Noch ganz lange.